Leute, wir sind zurück bei Animal Crossing New Horizons. Im letzten Part haben wir Azazis kennengelernt und wir haben uns Teppiche gekauft und mysteriöse Böden und Wände. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Und wir haben die Animal Crossing New Horizons Switch freigeschaltet. Aber jetzt will ich erstmal... Moment. Pyramidenboden. Mooswand. Okay, nee, die Mooswand ist so gar nicht mein Ding, weil die macht alles viel zu dunkel, finde ich. Ich nehme wieder die weiße Textiltapete, da sind nämlich wieder Fenster drin. Und dann ist das alles nicht so dunkel. Aber der andere Boden gefällt mir. Und dann haben wir noch einen Teppich. So, so will ich den erstmal hinstellen. Das sieht doch schick aus. So, dann einmal ins Lager. Quatsch, was mache ich da? Dann möchte ich einmal die ins Lager packen, die ins Lager packen und die ins Lager packen. So, soweit, so gut. Wir haben uns sehr gut ausgerüstet bis jetzt. Dass es sogar möglich war, die Animal Crossing Switch. Ach ja, ihr könnt die Animal Crossing Dock Switch auch kaufen. Die ist ab und zu bei den Nook Shop drinne, wenn ihr an den Automaten geht. Ist aber sehr teuer. Deswegen, Joy-Con Toolkit wäre die bessere Alternative, wenn ihr es kostenlos haben wollt. So, jetzt wollen wir aber ein bisschen halt angeln, würde ich sagen, ne? Und endlich mal ein bisschen Geld verdienen. Das haben wir zwar im letzten Part schon gemacht, aber ich würde hier gerne ein bisschen mehr Geld verdienen wollen jetzt. So, komm, na. Gott. So, wirf die Angel rein. So, er kommt. Und mal gucken, was es ist. Ja, eine Flunder. Da bist du flach. Ach, der Witz ist mir jetzt zu flach. Gut, die haben wir auch noch nicht. So würde ich das dann gerne machen. Ichthyologe. Fülle deine Faunapedia vollständig mit Fischen und verdiene viele Meilen. Kannst du... Ja, gut. Das hatten wir schon. Sehr gut. Das sind nochmal 300 Nook-Meilen. Hier ist noch so ein dicker Fisch. Den holen wir uns jetzt. Na, schwimm noch ein Stück vor. Yes. Das ist nur ein Barsch. Abmarschbarsch. Muscheln können wir uns, wie gesagt, auch holen. Ach ja, die Ocarina habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Hier, schaut euch das an. Cool, oder? So, aber jetzt zurück zum Angeln und Geld sammeln. Das haben wir ja sowieso vor. Vielleicht kriegen wir auch nochmal einen neuen Fisch. Das wäre natürlich wünschenswert fürs spätere Museum. So, komm, beiß an. Nice. So, mal gucken, was es hier gibt. Den habe ich noch nicht mal im privaten Playthrough. Ja, ein Kaiserschnapper. Gut, dass ich kein Kaiser bin. Oh Junge, den habe ich noch nicht mal im normalen Playthrough von mir. Das ist ja krass. Da habe ich gleich wieder einiges abzulegen, leider. Wie viel Platz haben wir noch für zwei Sachen? So, mal gucken, was du bist. Ah, den haben wir schon. Ein Seebarsch. Manchmal bist du wirklich sehr barsch. So, hier ist nochmal ein Fisch.
Die beiden sind gleich groß, oder? Ja. So, mal gucken, was du sein wirst. So, komm, zeig dich. Ja, ein Kalmar. Echt tentacool. Nette Anspielung aus Splatoon. Gott, ich krieg's einfach nicht hin. So, jetzt aber. Na, ja, das war jetzt. Muscle Memory, sehr geil. Vielleicht finden wir ja hier unter den kleinen Fischen nochmal was Neues. Na? Na, geht doch. Ein Bitterling. Bitte sei nicht verbittert. Moment, noch mehr kann ich nicht tragen. Was soll ich damit machen? Freilassen. Gut, damit sollte ich dann auch erstmal wieder nach Hause kurz gehen, weil wir können gleich noch mehr sammeln. Ich will die neuen Sachen erstmal ins Lager ablegen, weil die können wir ja, wie gesagt, erst morgen abgeben. Deswegen können wir heute auch noch nicht so viel machen. Wir können halt erst... Oh nein, das ist ein Geschenk. Kriege ich das jetzt noch oder ist das weg? Nee, ich glaube, das läuft in Echtzeit ab, oder? Das heißt, ich müsste das noch kriegen. Nee, es ist leider weg. Schade. Ah, ich hoffe, da kommt noch ein Patch, weil sowas sollte nicht passieren, wenn das Spiel schon in Echtzeit abläuft. Dann sollte sowas halt auch in Echtzeit berechnet werden, auch wenn du ins Haus gehst. Das zerstört so ein bisschen die Immersion, aber wir gehen jetzt erstmal ins Lager und geben den ganzen neuen Kram ab, den wir gekriegt haben. Erstmal Papa Bär, was bist du denn eigentlich? Dich werde ich nie benutzen. So, jetzt muss ich mal im Lager gucken. Stimmt, die Gießkanne müssen wir auch nochmal mitnehmen. Da müssen wir auch nochmal aufrüsten. Noobmeilen! Aufräumprofi. Einrichtungsprofis wissen. Mehr noch als das, was man sieht, zählt das, was man nicht sieht. Nicht benötigte Dinge gehören ins Lager. Je mehr du dort verstaust, desto mehr Meilen bekommst du. Gut, gehen wir raus und machen die Gießkanne mal zu einer, also die Wackelkanne zu einer richtigen Gießkanne. Etwas herstellen möchte ich gerne. Nämlich eine Gießkanne. Die Gießkanne ist fertig. So, die Gießkanne würde ich auch gerne dann ins Lager packen, weil die brauchen wir im Moment nicht. Die Gießkanne wird erst wichtig, wenn wir unsere Insel so weit fertig haben, wie es halt ist. Aber das, da ist noch ein langer Weg bis dahin. Ins Lager. Und ich habe noch nicht alles ins Lager gepackt. Den Kalmar hatten wir auch noch nicht. Den Seebarsch hatten wir, genauso wie die Bärsche. Gut, dann können wir jetzt noch ein bisschen Geld sammeln. Und das dann alles schön verkaufen. Dann haben wir wieder eine ganze Menge, die wir unserem Haus abbezahlen können. Dafür brauchen wir halt nur am Strand rumlaufen, Muscheln einsammeln und so. Und Fische fangen. So, wie viel Platz habe ich jetzt noch? Immer noch dasselbe. Okay. Einmal mit dem Sprungstab rüber und weiter unten am Strand lang gehen und gucken. Da ist noch ein Fisch. Ah, ich müsste auch mal abends mit euch Parts, also abends für euch Parts aufnehmen, weil da treffen wir andere Lebewesen an. Vielleicht nehme ich morgen mal ein Part morgens und ein Part abends auf. Gut, die Klische haben wir schon, die können wir verkaufen. Oh, hier liegen viele Muscheln. Nein, er hat ihn doch gesehen, toll. Das wäre ein Riesenfisch geworden. Ja, verkackt. Da ist noch so ein Riesenfisch. Okay, Glück gehabt.
So, komm, beiß an. Na. Na, geht doch. Nur ein Seebarsch? Wirklich? Vorsichtig. Oho, eine Ligia Exotica, eine ganz andere Liga. So, mehr können wir nicht fangen im Moment. Also werden wir die Liga Exotica jetzt nochmal ins Haus bringen und dann werden wir das Zeug, was wir jetzt haben, im Moment verkaufen. Mal gucken, wie viel uns das einbringen wird. So, einmal in unser schönes Haus rein. Es ist so wunderschön, das Haus. Ihr glaubt gar nicht, wie wunderschön das ist. So, Licht brauche ich jetzt gerade nicht. Dann kostet nur Energie. Liga Exotica ins Lager. So, das sind alles Sachen, die wir abgeben, sobald das Museum morgen fertig ist. Oh, dann habe ich eine Menge zu labern. Oh, Junge, das wird richtig nice werden. So, dann verkaufen wir erstmal den ganzen Schund, den wir gerade gekriegt haben. Leider hat der Kleine nichts Neues im Angebot für uns zum Kaufen. Das ist schade, aber... So, ich möchte gerne was verkaufen. So, das alles. Sternis, das ist nice. So, ich möchte gerne unseren Kredit ein bisschen abbezahlen. Kreditzahlung. Bareinzahlung. Ich möchte gerne 15.075 einzahlen. Oh, nice. Wir haben einiges jetzt wieder abbezahlt. Sehr schön. Wir können ja mal bei Noob Shopping reinschauen, ob der da irgendwas hat. Chino, 700 Sternis. Hm. Sportbrille, Outdoorhut, Wäscheständer. Ich würde mir gerne die Chino kaufen, wenn ich ehrlich bin. So. Später brauchen wir Noob Shopping nicht mehr so oft. Weil später gibt es einen Kleidungsladen, wenn wir weitergekommen sind. Oh, unsere Insel wird so schön. Das Projekt wird so lange gehen. Und zack. Versandfan. Nur weil man auf einer einsamen Insel lebt, muss man noch lange nicht auf den Luxus des Versandhandels verzichten. Nutze jetzt Noob Shopping und sammle dabei Meilen. Sonst noch irgendwas? Ja, da oben. Sehr gut, dann heißt es weiter Geld sammeln. Das ist die Aufgabe für jetzt halt. So, ich würde gerne Fische. Fische bringen nämlich am meisten Geld. Da ist wieder ein Riesenfisch, Alter. So, mal gucken, was du bist. Nur ein Seebarsch, toll. Es war zwar ein Riesenfisch, aber der war nichts Besonderes. Da ist noch so ein kleiner, vielleicht bist du ja ein Kalmar. So, mal gucken, was du bist. Oh. Ja, eine Makrele. Dich wollte ich mir schon immer mal krallen. Sehr gut. Die Makrele kommt wieder. Die Makrele kommt mal wieder ins Lager. Später. Oh Gott, das wird so. Der Part morgen wird so ätzend werden. Na, oh Mann. Scheiß Muscle Memory, Alter. Oh, ich drück immer ganz aus Reflex.
Das hätte jetzt bestimmt ein richtig cooler Fisch sein können. Und jetzt müssen wir uns mit sowas wie einem Bitterling hier zufrieden geben. Wenn er denn mal anbeißen würde. Danke. Habe ich doch gesagt, ein Bitterling. Toll. Schrott. Du bist kein Bitterling, du bist was anderes. Mal gucken, was du bist. Eine Bachschmerle. Das Leben im Bach ist beschmerlich. Gut gemacht. Kescher. Die Schnecke schnappen wir uns auch. So, kann man... die Tiere kann man alle verkaufen. Das ist super nice. So, das ist wahrscheinlich wieder nur ein Bitterling, ne? Aber egal. Wir nehmen einfach alles, was uns jetzt Geld bringt. Vielleicht können wir unser... Wir werden es zwar nicht schaffen, unseren Kredit jetzt abzubezahlen. Aber wenigstens können wir darauf hinarbeiten. Heute in diesem Part noch. Krass ist es halt, wenn ihr diesen Part seht, sind schon einige Tage wieder vergangen. So, hab dich. Ein Bitterling. Ja. Wer hätt's gedacht? So. Hier oben noch ein Fisch. Nein. Einmal den Sprungstab nehmen und rüber. In dem Teich ist gerade kein Fisch drinne. Dann will ich trotz allem nochmal am Strand auf der anderen Seite hier gucken. Ja, da ist ein großer Fisch drin. Das dürfte zwar nur wieder ein Seebarsch sein, aber egal. Geld ist Geld. So, komm, beiß an. Oh, nee. Ein Kaiserschnapper. Gut, dass ich kein Kaiser bin. So, und was haben wir hier? Eine Dose. Aus dieser Dose könnte man noch etwas machen. Das ist die Idee für eine neue Bastelanleitung. Dann hat sich die Dose ja irgendwie doch gelohnt. Ich habe Nugmeilen gekriegt. Wann das denn? Ach nee, hier. Saubermann. Ich weiß nicht, ob du absichtlich Müll aus dem Meer und Flüssen fischst, aber es ist egal. Du machst die Insel damit sauberer und dafür verdienst du Nugmeilen. Wir haben ja einiges Neues jetzt gekriegt. Hier, Liga Exotica und Fischer haben wir auch ein paar. Makrele, Flunder, Kalmar und den Kaiserschnapper. Und eine neue Bauanleitung. Das ist die Mischholzwand. Jetzt ist die Frage, wofür kann man die Dose denn gebrauchen? Sukkulente. Okay. Braucht man aber leider 10-mal Unkraut für. Oh. Ein Geschenk. Na dann, was gibt's? Bonbon-Frisiertisch. Oh, nice. Sehr cool. Das mir gefällt. So, dann aber den Fisch hier rausholen. Vielleicht haben wir noch eine Dose. So, na komm. Nee. Ja, eine Sardelle. Nein, die kommt nicht auf die Pizza. Okay. Wieder was Neues. Zwei neue Fische haben wir. Oh Gott, ich werde so viel zu labern haben im nächsten Part. Und dabei labere ich gar nicht so viel. Und damit haben wir wieder was zum Verkaufen.
So, dann mal schauen. Hier haben wir was ganz Kleines. So, dann werfen wir das. Nee, da kommt er nicht ran. Okay, wir stehen zu nah. Immer noch? So, jetzt aber. Na, willst du anbeißen? Geht doch. Ja, ein Seeengel. Na, wenn es einen Seeteufel gibt. Wieder was Neues. Alter, wir rasten aus. Wir holen uns gerade die ganzen geilen Fische hier an Land. Das ist ja übel. So, hab ich dich. Eine Karausche. Karausch mit dir aus dem Wasser. Okay. Dann auf nach Hause und geben wir dieses ganze coole Zeug mal ab. Beziehungsweise wir legen es ins Lager. So haben wir später noch einiges für Eugene, aber so den Spiegel brauche ich dann wohl nicht mehr. Moment. So, einmal so ein Frisiertisch. Das ist doch ein viel schönerer Tisch. Sehr schön. Dann können wir den Spiegel wegpacken. Den werden wir niemals benutzen. Außer vielleicht für unser späteres Badezimmer. So, und dann haben wir noch ein bisschen Platz für mehr Fische. Und mehr können wir dann auch in diesem Part leider nicht wieder machen. Weil das Museum ist halt noch nicht fertig. So, gucken wir mal. So, da ist noch ein Fisch. Vielleicht aber wieder was Neues. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber wir gucken mal. Na, willst du anbeißen? Yes. Oh, krass. Ja, ein Schnabelbarsch. Sei so barsch, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Okay, wir kriegen doch was Neues. Lell. Alter, wir rasten aus mit den ganzen neuen Fischen hier. Das ist ja richtig übel. Das ist nur ein Bitterling, oder? Ja, leider. So, wie viel Platz haben wir für Fische noch? Wir können noch einen fangen, aber dann gehe ich mal schon mal zum Laden und verkaufe mal die ganzen Sachen, die wir noch nicht brauchen. Fange eine Karausche. Gib gleich mal 400 Punkte, sehr schön. So, mehr haben wir nicht. So, dann verkaufen wir das ganze Zeug mal und gucken mal, wie viel wir dafür kriegen. Ich hoffe mindestens 7000 Sternis, aber ich glaube eher nicht. Ich will was verkaufen. So. Nein. Siebentausend, habe ich doch gesagt. So, und dann müssen wir aber leider schon wieder einmal nach Hause. Oh, das ist ja nervig, weil wir den einen Fisch da ablegen müssen. Ich freue mich, wenn wir nicht mehr nur nach Hause müssen, um irgendwelche Fische abzulegen. Sondern nach Hause gehen, weil wir unser Zuhause halt wirklich gerne mögen. Das wird noch richtig schön eingerichtet werden. Das kann ich euch versprechen. So, einmal gehst du bitte ins Lager. So, dann gehen wir raus. Wir können noch, können wir noch irgendwas machen?
Ja, ich würde gerne noch das, was wir jetzt gesammelt haben, als Kredit abbezahlen. Und dann noch was aus dem Noob-Meilen-Shop holen. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Noob-Meilen einlösen erstmal. Ich würde mir gerne die 8 poppigsten Frisuren kaufen. Einlösen. Ach, so ist das. Alles klar. Ich kenne jetzt poppige Frisuren. An Spiegeln oder Frisiertischen könnte ich meinen Look ändern. So, dann einmal an den Bankautomat. Und Kreditzahlung. Bareinzahlung. Perfekt. Wir sind bei 40.000 und noch über die Hälfte haben wir schon abbezahlt von unserem Kredit. So, und dann einmal nach Hause, weil wir wollen uns ja natürlich eine neue poppige Frisur zulegen. Los geht's! Soll ich... Ja, sollst du. Ändern wir was. Ich würde ja die nehmen. Die hier. Kann sogar nochmal die Augen ändern. Man kann alles nochmal ändern. Sogar Nase und sowas. Das ist echt cool. Okay. Sehr schön. Leute, aber dann beende ich hier den Part von Animal Crossing. Wir werden uns jetzt nochmal hinlegen. So, Licht ist aus. Es läuft Schlummerlied. So, und wir legen uns hin. Aber bevor wir uns hinlegen... Ach nee, die läuft da oben, die Überwachungskamera. So, Leute. Das war's dann aber auch wirklich. Wir haben einiges abbezahlt wieder und einiges geschafft in den beiden Parts jetzt für den Dienstag, den 24. März. Morgen werden wir ein... Also morgen, wenn ich aufnehme, werde ich ein Part morgens und ein Part abends aufnehmen nach 19 Uhr. Um... Damit wir auch abends mal ein paar Sachen noch machen können. Vielleicht werde ich das immer so machen, weil abends müssen wir auch voll kriegen irgendwie. Aber... Das werden wir dann sehen. Ich bedanke mich hier bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Animal Crossing oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!